Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu The Lost Embers. Und wir haben hier einen Pilz übersehen. Kann ich hier? Was ist, wenn ich runterfalle? Ja. Okay, wo spawnen wir denn wieder? Ich glaube, wir konnten nicht zurück. War kurz. Da gibt es doch einen Vorsprung. Dann könnte ich hier rüber, ne? Also von der Stelle hier würde es vielleicht sogar gehen. Weil wir hier höher sind, ja? Jawohl. Das könnte theoretisch funktionieren. Ja, ich meine, wenn wir schon die Pilze sehen, ja, ich weiß schon, ich meine, was bringt uns das, ist die Frage. Vielleicht können wir irgendwelche Artworks oder so freischalten. Kann natürlich sein, ich meine, unter Extras, was gibt's hier noch? Hier steht ja noch irgendwas, oder? Nee, steht nichts. Sieht aber fast so aus, im Hintergrund gibt's ja halt irgendwas, was steht. Aber vielleicht kann man ja was freischalten. Wer weiß das schon? Jedenfalls mache ich das einfach. Wie gesagt, mich nimmt es echt Wunder, wie lange es dauert, bis wir so andere Vögel, so Papageien und so, spielen können. Vor allem diesen speziellen Vogel, der ich übrigens, ja, spielen soll. Die können. Wahrscheinlich hat darum das auch etwas länger gestern gedauert, also am 22. November. Ich wollte schon Dezember sagen. Weil die da individuell den Code eingeben mussten, ja? Rauswinden mussten. Was hat er gekauft? Na so, ah, das hat er alles. Okay, da müssen wir schauen. Die sind super programmiert. Die sterben alle. Was macht ihr denn da? Na gut, eigentlich sterben die nicht, weil die können ja landen unten, ne? Da kommt der einfach den Niest und fliegt auch. Oh, da gibt's. Da gibt's was. Ach ja, da wird ja auch immer automatisch gespeichert, wenn ich sowas finde. Das finde ich gut. Ich denke, es wird auch nicht mehr lange dauern, bis der erste Part, ja, der erste Part immer noch, exportiert ist. Sieht immer so komisch aus, wenn man hier so in der Luft läuft. Also Gefühle müssen in der Luft läuft. So, was gibt's denn hier noch? Können wir hier runter? Ich habe eben das Gefühl, dass es irgendwie geht, irgendwie auch nicht. Wieso ist hier? Von was ist das da Schatten hier? Das Licht macht hier nicht ganz so das, was sollte. Oha, hier wird wieder geladen, ne? Und ja, der Part ist fertig exportiert. Naja, würde ich sagen, dann nach dem Part, dass ich mal eine kurze Pause mache für mich. Weil ich das andere dann hochlade. Vor allem übers mobile Internet, weil das viel, viel schneller geht momentan noch. Ja, nachher wird es ja sowieso im Januar so sein, dass ich nur über das mobile Internet hochlade und dann. Oh. Wird es ein bisschen langsamer sein, weil ich an einem Ort wohne, wo ich dann ein bisschen weniger Empfang habe, aber das spielt eigentlich keine Rolle für mich. Wobei ich dort, wenn ich jetzt kein mobiles Internet, sondern dieses normale Internet hätte, bam, wäre es natürlich etwas schneller, aber ja, es kostet halt alles Geld und. In der Schweiz ist es nicht gerade günstig, je nachdem, noch Anbieter. Die Ausbeutung der Felder und des Waldes führte zu Seuchen und Hunger. Immer mehr Menschen wurden krank.
finde es eine sehr interessante Geschichte. Das zeigt halt auch, wie es in unserer Welt so ist, ja? Weil Ausbeutung und so ist ja leider ein Teil unserer Gesellschaft geworden, ja? Ich will hier nur mal ansprechen China, ja? China! Im Prinzip, ja. Oder andere Länder, wo für uns irgendwelche, was ist, Juwelen und ich weiß auch nicht, was da, diesen Schmuck für uns beschaffen. Ja. Und der wollte sich halt wehren. Er wollte nicht mehr, dass es so bleibt. Verstehe ich auch. Aber das stimmt schon. Gewalt führt in der Regel zu noch mehr Gewalt. Wenn du jetzt jemanden irgendwie, sagen wir, einen Krieg machst, jemanden tötest, dann gibt es so genannte Erzfeinde irgendwann dann. Ja, Familien, die jahrelang gegeneinander kriegen. Aber die wissen gar nicht mehr, wieso so angefangen hat. Ja, der andere ist einfach blöde, ne? Der andere ist gemein. Die anderen machen alles falsch. Aber was ist denn das Problem? Ja, vielleicht waren es früher sogar Geschwister? Das gibt's sogar. Das habe ich mal gehört. Geschwister, die gegeneinander gekämpft haben. Und dann haben sich diese Familien entzweit sozusagen und weitere Familien gegründet. Und irgendwann wurde das einfach immer heftiger. Naja, es gibt jedenfalls sehr interessante Geschichten. Auch echte Geschichten, das meine ich damit. Aber es will uns ja auch etwas vermitteln, dieses Spiel. Und das finde ich sehr gut. Ja? Liebe Entwickler, ich denke, das habt ihr gut gemacht. Wieso sage ich, ich denke, weil ich ja noch nicht das Ende bzw. alle Details darüber kenne. Und ja, es lädt hier wieder. Kann ich da hinten hin und graben? Das wollte ich mal wissen. So, das dauert ein bisschen. Ich bin halt nicht so schnell heute, ne? Ich bin halt ein alter, griesgrämiger, komischer Typ hier. Oder geht's so schneller? Ich mache noch. Ja gut, wirklich schneller geht's nicht. Okay. Aber ich kann hier durch die Wand durch. Oder ich konnte vorhin gerade durch die Wand durch. Okay. Gut, wahrscheinlich würde das niemand tun. Deswegen haben die gedacht, ja gut, jemand ist doch so blöd und nimmt so ein Tier, so wie ich es gerade getan habe. Aber ja. Weil ich will mal wissen, gibt es hier hinten noch irgendwas? Ah ja. Einen Pilz. Da gibt es wahrscheinlich noch weitere Pilze oder irgendwas. Naja, ist jedenfalls schön, dass hier auch so ein Suchspiel ist. Und man kann aber einiges tun in dem Spiel. Ich weiß natürlich nicht gerade, ob es hier weitergeht oder nicht. Aber es sieht natürlich so noch aus. Was haben wir denn gefunden? Da, hier. Keramiktopf. Ein kleiner Topf, vermutlich zum Kochen. Ja, möglich. Aber wir machen hier trotzdem alles kaputt. Oh, oh, oh.
Zerstörung! Hallo? Ach, das soll eigentlich auch ein Maulwurf oder sowas darstellen. Gut, wir werden mal zu einem Sonnentier. Aha, da geht's noch weiter. Ich glaube, da hätten wir wieder diesen Grab. Oder geht's da nicht weiter? Wir müssen mal schauen. Jetzt renne ich da mal raus. Schau nochmal, ob ich so ein Tier finde. Ah, hier ist einer. Hallo. Oh. Da waren wir auch noch nicht. Wenn ich hier einfach echt alles kaputt mache. Bisschen Wasser. Wolf, wieso machst du hier alles kaputt? Das ist doch antik. Das hat das sicher viel wert. War da was? So, das wollte ich hier wissen. Und zwar... Ne, wir kommen hier gar nicht weiter. Na gut. Stufen! Wie Stufen hasse. Liebe. Okay, das sieht gut aus. Natürlich weiß ich jetzt gar nicht, welches Tier ich genau hier brauche, aber... So. Sieht auch so aus, als könnte ich als Wolf hier hoch. Gut. Wie der keine Angst hat vom Wolf. Er bleibt einfach stehen. Das ist auch nicht schlimm. Okay. Ja, wie wir sagen. Die Kuppel lässt mich nicht durch. Hat er nicht gesehen, dass die Wolf? Hat er nicht gesehen, dass die Menschen, hungerten? Hat er nicht gesehen, dass die Menschen hungerten? Aha. Hi. Wir haben wieder einen so einen Bau gefunden. Okay. Einfach eine Pflanze. Da geht's wieder irgendwo anders hin. Wenn wir Glück haben, geht es wieder am selben Ort hin. Oh. Wir brauchen da ein anderes Tier. Ziemlich düster hier. Lass uns einfach einen anderen Ausgang finden, ja? Sieh dich einfach nach etwas Licht um. Das ist immer hilfreich. Oh, wir können auch zum Baby-Ding werden. Oh. Aber irgendwo brauchen wir ein anderes Tier, ne? Also irgendwie brauchen wir ein anderes Tier. So, werden wir ein Baby hier.
Na, sehr lustig. Aha, da gibt es einen Ausgang. Hier. Sehr verwinkelt hier. Wieder ein Fundgegenstand. Was? Keramikvase? Ah ja. Diese Vase wurde benutzt, um Getreide oder getrocknete Früchte zu lagern. Ich wollte Frühstück lesen. Oder sagen. Ja, tut mir leid, liebe Leute, eben, wenn ich hier zwischendurch auch was falsch vorlesen sollte. Das Problem, wie gesagt, habe ich leider. Hat mit meiner Legasthenie etwas zu tun, ja? Ich bin Legastheniker. Legasthenie, was ist denn das? Ist es weder was Gutes noch? Ja gut, doch, man kann schon sagen, es ist gut, aber es ist auch nicht unbedingt schlecht. Es gibt Vor- und Nachteile, ja? Ich bin nicht der allzu Schnellste. Das ist halt ein bisschen ein Nachteil. Vor allem hier in der Schweiz wegen dem Arbeiten und so. Ein bisschen voll langsam. In Logistik war das immer das Problem. Die haben sich immer darüber beschwert, dass ich nicht so schnell bin. Hi, ich schiebe dich auf die Seite. Und ja, das hat halt echt genervt. Ich meine, ich weiß, dass ich nicht so schnell bin. Wieso muss das mir jeder immer wieder unter die Nase reiben? Klar kann ich in gewissen Dingen schneller werden, aber wenn ich nachher immer Rückenschmerzen oder irgendwelche Schmerzen habe und das Gefühl habe, dass ich dann zusammenbreche, das ist dann auch nicht so schön, ne? Das wollte ich einfach mal gesagt haben. Stimmt, es gibt jetzt hier nicht die Möglichkeit gegeben, auch zum anderen Ding zu werden. Wir schauen mal hier weiter. Hä, hier gibt's einen. Ach, dann gäbe es wahrscheinlich, hätte es einen anderen Ort gegeben, um hier hinzukommen. Wieso drehe ich mich hier im Kreis? Und ja, ich weiß, die Zeit ist um. Mein lieber Wecker. Aha, da geht's noch weiter. Jawohl. Ach, denn den gibt es wahrscheinlich, wenn man sich aus Versehen zurückverwandelt hätte. So, was haben wir denn gefunden? Rübenhacke. Die Menschen in dieser Gegend waren Bauern. Werkzeuge wie diese waren Teil ihres täglichen Lebens. Jawohl. Oh, ich bin übrigens eigentlich auch ein... Also komm aus einer Bauernfamilie, ja. Ich stecke fest. Hallo, Spiel. Ah, jetzt geht's. Wenigstens kann ich auch wieder zu dem Ding werden. Ah, jetzt geht's auch. Jetzt kommt man durch. Gut. Sehr verwinkelt hier. Um die Oberfläche zu graben, okay. Wo kommen wir denn raus? Ah, da wo wir vorhin waren. Muss jetzt schauen, dass ich irgendwo speichern kann. Oder dann irgendwo gespeichert wird. So, wir nehmen mal den noch hier und ja. Das kann ja sein, dass ich hier auch beenden möchte. Dann geht dieser Part jetzt ein bisschen länger, liebe Leute, ne? Ist doch gut für euch. So, hier ging es irgendwo heraus, denke ich mal. Slow Motion. Hier, genau. Wie die mir immer folgen. Okay, hier wurde gerade saved. Dann denke ich mal, liebe Leute, ich würde an der Stelle hier pausieren.
Macht's gut, liebe Leute, und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Lost Embers. Also danke fürs Ansehen, liken nicht vergessen und abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls es euch natürlich gefallen hat, ja. Ich will hier kein Ihr müsst mich abonnieren. Finde ich eh bescheuert, die Leute, wo das sagen. Also macht's gut und tschüss.